Herzlich willkommen zu Backen und Kochen mit Stefan. Heute möchte ich mit euch meine Interpretation von Fettuccine Alfredo machen. Im Hintergrund habe ich schon vorbereitet selbstgemachte Bandnudeln, also Fettuccine. Die warten da drauf, aber zuerst mache ich die Soße. Meine Interpretation von Fettuccine Alfredo bedeutet, dass ich keinen Parmesan nehme, sondern Pecorino Hartkäse. Der schmeckt mir einfach besser. Ihr seht auch wieder meine Eisenpfanne, normalerweise für den Gasherd besser geeignet. Sie eiert auf der Induktionsplatte ein wenig hin und her, wird aber wohl hier gehen, ist halt meine Lieblingspfanne, arbeite ich am liebsten mit. Als Zutaten für die Fettuccine Alfredo benötigen wir natürlich Fettuccine Nudeln, dann Butter, Sahne, in meinem Fall eine Zitrone und Pecorino Hartkäse und fein gehackte Kräuter, Petersilie und etwas Basilikum habe ich. Dann Salz und Pfeffer. Zuerst geben wir etwas Butter in die Pfanne. Schmelzen lassen, danach etwas Sahne, und den Saft einer halben Zitrone. Nun alles etwas aufkochen lassen und die Sahne ein wenig einreduzieren. Wir können schon mit Salz und Pfeffer etwas würzen. Mit dem Salz ein wenig sparsam sein, da der Hartkäse schon genügend Salz mitbringt. Nicht, dass ihr zu viel Salz verwendet. Nach 2-3 Minuten Kochzeit können wir die Hitze abstellen, reiben noch etwas von der Zitronenschale zu der Sahne hinzu. Achtung, es sollte natürlich eine Bio-Zitrone sein, die Schale also unbehandelt. Jetzt können wir schon den Käse unterrühren, fein gerieben, da funktioniert es am besten. Einfach unter die Sahne rühren. Wenn die Fettuccine fertig gekocht sind, die Nudeln zu der Soße geben. Wichtig dabei, die Soße wartet auf die Nudeln, nicht umgekehrt. Also die Nudeln schön al dente kochen, dann zur Sahne Käsemischung dazugeben, gut unterrühren. Zum Schluss die Kräuter noch dazugeben und dann ist es eigentlich schon fertig. Wenn es noch zu flüssig ist, könnt ihr noch ein wenig Käse dazugeben. Ist es zu trocken, könnt ihr noch ein wenig Sahne dazugeben. Das ist natürlich kein kalorienarmes Essen, aber extrem schnell gemacht und vor allem auch extrem lecker. Schnell natürlich nur, wenn man die Nudeln nicht selber macht, sondern welche aus der Packung nimmt, was wo danach nichts dagegen spricht. Es gibt ordentliche Nudeln aus der Packung, kein Thema, einfach al dente kochen. Und dann habt ihr innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde ein super leckeres Pasta-Gericht. Hier noch ein kleiner Ausschnitt, wie ich die Fettuccine selber gemacht habe. Ich habe den Nudelteig mit der Nudelmaschine dünn ausgerollt. Etwas melieren die ganze Geschichte, damit es nicht zusammenklebt.
Dann habe ich sie in die Bahn in vier Teile geschnitten. Die vier Nudelplatten übereinanderlegen, zusammenrollen und in etwa 1 cm breite Streifen schneiden. Danach auseinandernehmen, nochmal melieren, damit es nicht so klebt. Und schon sind die Fettuccine fertig. Nun die fertige Fettuccine Alfredo auf den Teller anrichten. Vielleicht hinterher noch etwas von den Kräutern und dem Pecorino drüber geben. Fertig. Diese Menge, die ich hier gemacht habe, reicht für 2 bis 3 Personen. Die genauen Mengenangaben bekommt ihr in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es unter Dateien runterladen. Die Adresse wird am Ende vom Video eingeblendet. Und ich verlinke sie euch natürlich auch in der Infobox. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jede Frage, beantworte natürlich alles gerne. Hoffe, ihr probiert es mal aus und es schmeckt euch. Bis dahin sage ich Tschüssi!